Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 159 vom 2. Oktober 2019. Wie immer mit Ulf Burmeier, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Philipp Hanse. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie immer vorweg ein paar Hausmitteilungen. Wir sind ja mit der Lage live am 19. Oktober in Münster. Der Kartenverkauf läuft wie gewohnt fluffig. Ein paar Karten gibt's noch. Wie gesagt, es gibt die normalen Karten und es gibt die Early Access Karten. Findet ihr alles unter lage.live, Link in den Shownotes. Kommt vorbei, wird super. Ja, wird sicherlich sehr, sehr schön werden, denke ich mal. Und wenn ihr Interesse habt, würde ich auch vorschlagen, klickt schnell rein. Es sind schon so drei Viertel der Karten weg. Es ist also sehr wahrscheinlich, werden die irgendwie über diese Feiertage jetzt irgendwann ausverkauft sein. Wenn ihr Lust habt, uns mal live zu erleben, wie wir die Lage aufnehmen und natürlich auch uns Fragen zu stellen. Ja, hinterher gibt's ja immer so ein kleines Ask Me Anything. Und hinterher noch mit uns ein Glas zu trinken und ein bisschen zu diskutieren, kommt vorbei. Dann treffen wir uns in Münster. Wir haben lange nicht mehr in die USA geblickt. Das müssen wir diese Woche aber tun, da kommen wir nicht dran vorbei, denn es hatte einen Paukenschlag gegeben im US-Kongress, auf den viele schon lange gewartet haben, eigentlich seit Trump ins Amt intronisiert wurde. Nämlich die US-Demokraten haben erste Schritte unternommen oder offiziell Ermittlungen eingeleitet im Repräsentantenhaus, um Donald Trump des Amtes zu entheben. Sie haben ein sogenanntes Impeachment-Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ganz genau. Vielleicht zum Hintergrund mal dieses sogenannte Impeachment. Muss man sich vorstellen wie eine Anklage des Präsidenten. Der amerikanische Kongress, also das amerikanische Parlament, hat ja zwei Kammern. Das House of Representatives und den Senat. Und bei diesem Impeachment-Verfahren übernimmt später das House of Representatives die Rolle der Anklagebehörde. Dann geht ein solches Impeachment, wenn das Haus sich entscheidet für eine Anklage, in den Senat, der dann quasi die Rolle des Gerichts übernimmt und letztlich auch entscheidet. Also nur der Senat kann mit einer entsprechenden Mehrheitsentscheidung tatsächlich den Präsidenten seines Amtes entheben. Aber soweit sind wir noch nicht. Der Fall liegt jetzt bei der Anklagebehörde, in Anführungsstrichen, also beim Haus. Und in diesem House of Representatives haben die Demokraten nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermitteln in, glaube ich, 6 Ausschüssen parallel gegen Donald Trump und tragen Beweismittel zusammen. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, worum geht es denn eigentlich bei diesen Ermittlungen? Ja, genau. Also weil es ja, wir haben das ja auch hier oft besprochen, wirklich eigentlich Anlass genug gegeben hätte, mit diesen Ermittlungen schon längst anzufangen. Aber Auslöser, dass die Demokraten jetzt doch dieses politisch nicht ganz geringe Risiko eingegangen sind, ein Amtserhebungsverfahren einzuleiten, das liegt darin, dass diese Woche ja in einer raschen Abfolge unglaublicher Ereignisse eigentlich ein neuer Fall zutage getreten ist, der dokumentiert eigentlich wie kein anderer, dass Donald Trump offensichtlich seine Macht nutzt, um persönliche Ziele zu verfolgen. Das ist, wie gesagt, dafür gibt es schon andere Beispiele, aber diese Woche ist eins zutage getreten, was die Republikaner dann dazu bewogen hat, dann doch diesen Schritt zu machen. Denn Trump dokumentiert einmal mehr, dass er nicht trennt zwischen seinen privaten Interessen und den des öffentlichen Amts, was er bekleidet. Konkret geht es einfach um den Verdacht, dass Donald Trump versucht hat, als Präsident den ukrainischen Präsidenten dazu zu bewegen, gegen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln. Joe Biden ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Demokraten für die Wahl 2020 und Gegner von Donald Trump. Genau, also es ist noch nicht klar. Die Demokraten haben noch nicht entschieden, wen sie tatsächlich ins Rennen schicken wollen. Aber es ist sehr gut möglich, dass Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident, tatsächlich aufgestellt werden will. Dann wäre er unmittelbar Donald Trumps Gegenkandidat. Und was hat Donald Trump jetzt gemacht, um quasi Joe Biden am Zeug zu flicken? Er hat zunächst mal 400 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine einfrieren lassen. Und dazu muss man wissen, das hatten wir auch in der Lage schon öfter, die Ukraine hat gerade einigen Stress an ihrer Ostgrenze, nämlich insbesondere mit dem großen Nachbarn Russland. Wir wissen alle, da gibt es einen harten Konflikt, im Grunde einen Bürgerkrieg. Russland hat die Krim bereits besetzt und annektiert, damit die territoriale Integrität der Ukraine verletzt. Und außerdem gibt es natürlich noch einen offenen Bürgerkrieg, da gibt es nur eine Demarkationslinie. Das ist gerade so halbwegs ruhig, aber eben ein offener militärischer Konflikt. Das heißt, die Ukraine ist auf amerikanische Militärhilfe nachgegangen.
natürlich angewiesen und auch auf die Solidarität der Vereinigten Staaten. Und in dieser heiklen Situation hat Donald Trump erstmal 400 Millionen Dollar Militärhilfe einfrieren lassen. Fußnote, die der Kongress bewilligt hatte, und eigentlich war es nicht Trumps Aufgabe, da irgendwie reinzufuschen. Ja, das heißt, das Geld liegt da, es ist vom Parlament freigegeben und er sagt einfach mal, nö, zahlen wir jetzt mal nicht aus. Genau. Und in dieser Situation, ja, kurz nachher, Daumenschrauben angezogen, telefoniert Donald Trump dann mit Volodymyr Zelensky, das ist der relativ frisch gewählte Präsident der Ukraine, und in diesem Telefongespräch gab es dann interessante Neuigkeiten. Genau, also das fand dann Ende Juli statt, also damals war Zelensky tatsächlich noch relativ frisch im Amt und Trump tauscht erstmal Freundlichkeiten aus, herzlichen Glückwunsch hier und da. Und dann kommt er halt darauf zu sprechen, ja, dass die USA ja doch sehr viel für die Ukraine getan hätten, mehr als die Deutschen zum Beispiel, die würden immer nur reden, während die USA ja auch wirklich helfen, so helfen wie keine andere Nation. Und dann sagt er, das beruhe ja aber nicht auf Gegenseitigkeit. Sprich, wir helfen euch, die Ukraine macht aber irgendwie nichts. By the way, da fällt mir ein, so sinngemäß, da würde ich dich doch um Gefallen bitten, lieber Volodymyr Zelensky. Und dann sagt er, skizziert er, dass es doch, und er nennt Joe Biden beim Namen, dass es eben Joe Biden gibt und doch viele Fragen mit dem Sohn, der damals doch in der Ukraine gearbeitet hat, und angeblich hat doch Joe Biden die Ermittlungen gegen seinen Sohn, die es mal gegeben haben soll, insofern verhindert, als er darauf hingewirkt habe, dass der damalige Staatsanwalt in der Ukraine entlassen wird und so. Kurz gesagt, Trump, da fragen sich viele, was da war, da hätte ich gerne Informationen. Und diese Informationen könnten ja möglicherweise die ukrainischen Behörden beschaffen, indem sie tatsächlich ein Ermittlungsverfahren einleiten, insbesondere eben gegen diesen Sohn von Joe Biden, den Hunter Biden. Also man kann natürlich sich vorstellen, dass Donald Trump persönlich als Präsidentschaftskandidat 2020 großes Interesse daran hat, dass solche Ermittlungen stattfinden. Die Frage ist aber eben, ob das tatsächlich auch im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten liegt. Und natürlich ist auch die große Frage, ob denn da überhaupt irgendwas zu ermitteln ist. Denn bislang, muss man ja sagen, gibt es ja überhaupt keine Belege für diesen Verdacht. Nein, also man muss wissen, der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, der hat einen sehr lukrativen Job gehabt bei der ukrainischen Gasfirma. Zur gleichen Zeit war Joe Biden Vizepräsident der USA und auch für die Ukraine zuständig. Das klingt ein bisschen fishy, ist aber nicht illegal, und es gibt halt das Gerücht, dass Biden als Vizepräsident darauf hingewirkt hat, dass der ermittelnde Staatsanwalt in der Ukraine entlassen wurde. Das gab aber auch viele andere, die das gefordert haben und so. Also es gibt aber ja bisher keine Beweise, und Trump hat die auch nicht anführen können, dass da irgendwas Illegales passiert ist. Trotzdem hat er halt als Präsident im Telefonat mehr oder weniger unverhohlen gedroht: Hier, wir helfen euch, Geld haben wir gesperrt, tut uns doch mal einen Gefallen. Ja. Und hat den ukrainischen Präsidenten eingebunden und gesagt, ermittel mal in einer eigentlich privaten Sache, nämlich um einen Gegenkandidaten mit Schmutz bewerfen zu können. Genau, also zunächst mal wäre es dann darum gegangen, dass dieser Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, möglicherweise irgendwelche shady Deals eingefädelt hat und oder auf irgendeine nicht ganz klare Weise in sein Amt gekommen ist. Und dann wäre der zweite Schritt gewesen, dass man natürlich versucht hätte, Joe Biden wegen seiner früheren Amtsführung irgendwie am Zeug zu flicken. Also grundsätzlich mal haftet Joe Biden ja auch politisch nicht dafür, was sein Sohn macht. Aber wenn natürlich Hunter Biden jetzt durch Hilfe von Papi, wenn Hunter Biden irgendwie mit Hilfe von Papi in irgendein lukratives Amt gekommen wäre, dann hätte man möglicherweise spekulieren können, ob Joe Biden sein Amt damals als Vizepräsident irgendwie missbraucht hätte. Ne? Das war so ein bisschen die Idee von Donald Trump. Und danach fragt er den Präsidenten der Ukraine, und er fragt auch nicht einfach so, sondern er friert zunächst mal die Militärhilfe ein, um entsprechend Druck zu machen. Und er hat natürlich auch noch weitere Schritte unternommen. Zum Beispiel hat er nämlich seinen privaten Anwalt in die Ukraine geschickt, nämlich Rudolph Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York City. Damals bekannt geworden durch seine Zero-Tolerance-Politik, also so ein Law-and-Order-Mann, ganz harter Typ. Und der ist jetzt als Anwalt tätig und Trumps persönlicher Emissär gewesen. Den hat er in die Ukraine geschickt und der hat da irgendwelche Verhandlungen geführt. Was genau da Gesprächsgegenstand war, weiß man nicht. Wir können es also auch nur mutmaßen, dass es wieder um diese Ermittlung gegangen ist. Jedenfalls hat das State Department, also das amerikanische Außenministerium, im Anschluss erstmal mehrere Diplomaten nach Kiew geschickt, um so quasi Damage Control zu betreiben. Ja, also da gab es von hinterher einige Irritationen in Kiew bei den ukrainischen Diplomaten, und da musste dann erstmal das amerikanische Außenministerium quasi die Wogen glätten.
Also er hat dann auch, das hat Trump auch gesagt, nimm doch mal hier Kontakt zu meinem Justizminister auf. Also er hat auch das Justizministerium mit eingebunden, so liest es zumindest die New York Times, in die Verfolgung seiner privaten Interessen in der Ukraine. Und die New York Times schreibt, wenn eben nachzuweisen wäre, dass er von einer fremden Regierung verlangte, Schmutz gegen seinen Kontrahenten zu sammeln, dann wäre das ein Verstoß gegen die Verfassung. New York Times schreibt, a president's use of his power for his own political gain at the expense of the public interest is the quintessence of an impeachable offense. Also mit anderen Worten geht es darum, wenn man seine hoheitlichen Vollmachten für seinen privaten Nutzen ausnutzt und dabei dem öffentlichen Wohl Schaden zufügt, dann ist das quasi ein Musterbeispiel für eine Verfehlung, die tatsächlich eine solche Amtsenthebung rechtfertigen kann. Und das ist, glaube ich, auch der zentrale Punkt. Alleine nur, wenn er jetzt eine ausländische Macht dazu gebracht hätte, Dirt zu sammeln, das wäre vielleicht schon shady, weil er damit seine Vollmachten ausgenutzt hätte, ohne dass es den Amerikanern was bringt. Aber die New York Times geht noch einen Schritt weiter und sagt, naja, das hat uns im Grunde auch noch geschadet, weil es ja zu diplomatischen Verwicklungen mit der Ukraine geführt hat. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dieses Telefonats. Aber es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Also erstmal ist die Frage ja, woher wissen wir das überhaupt? Woher wissen wir von diesem, dass es dieses Telefonat gegeben hat? Genau, das ist nämlich außerordentlich spannend, weil ganz häufig ja bei solchen Skandalen eine interessante Entwicklung zu beobachten ist. Häufig ist es ja so, dass der Anfang eines solchen Skandals nicht schön ist, aber auch nicht so wirklich dramatisch. Und richtig schlimm wird es dann erst durch die weiteren Entwicklungen, insbesondere wie versucht wird, den Ausgangspunkt eines solchen Skandals zu vertuschen. Das ist also gerade auch in der Washingtoner Politikszene ständig so. Also zum Beispiel ist damals Nixon, der amerikanische Präsident, der zurückgetreten ist in den 70er Jahren, ja vor allem darüber gestolpert, wie er versucht hat, seine Verfehlung im sogenannten Watergate-Skandal und seine Beteiligung zu vertuschen. Und so ähnlich scheint sich das auch hier zu vollziehen. Also von diesem Telefongespräch zwischen Donald Trump und Zelensky gab es zum Beispiel ursprünglich mal ein Wortprotokoll schon. Das wurde direkt angefertigt. So eine Mischung aus einem teilweise so Voice Recognition, also teilweise ist Spracherkennung dann aber irgendwie bearbeitet worden. Also es ist kein Originalwortprotokoll, aber jedenfalls relativ im Wortlaut. Und dieses Protokoll lag zunächst mal relativ offen auf irgendeinem Server im Weißen Haus herum, wurde dann aber ganz bald nach dem Anruf weggeschlossen und vom normalen Server auf den Server mit den Staatsgeheimnissen verschoben. Ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt zwei Protokolle. Ich glaube, es gibt das wortwörtliche Protokoll. Das ist ja ganz verschwunden irgendwie. So, das ist, glaube ich, weggeschlossen worden. Und das, was Sie jetzt veröffentlicht haben, ist so eine Art, ja, ist nicht gekürzte Version, aber es ist nicht das Wort-für-Wort-Protokoll. Und das wird halt so gedeutet, dass die Leute von um Trump herum schon sehr genau wussten, was das für ein brisantes Material ist. Und deswegen haben sie das auf den Server gelegt für eigentlich Staatsgeheimnisse. Und das wissen wir alles durch einen Whistleblower. Damit hat eigentlich alles angefangen, dass durch Washington so das Gerücht waberte, es gibt einen Bericht, einen neunseitigen Bericht eines Whistleblowers, der zumindest mal im Weißen Haus gearbeitet hat. Und das ist jetzt in dieser Woche rausgekommen. Und dieser Whistleblower arbeitet bei der CIA, war mal im Weißen Haus. Und der hat halt mit vielen Kollegen geredet. Er hat keines dieser Telefonate gehört, aber er hat halt mit vielen geredet, schreibt also 9 Seiten auf, was im Weißen Haus so passiert, schickt das erstmal als Beschwerde an die CIA, seinen Arbeitgeber. Die CIA, die Juristin, ruft im Weißen Haus an. Das Weiße Haus konferiert mit dem Justizministerium und die Sache droht zu versanden, weil allen natürlich klar ist, dass das eine brisante Sache ist. Der Whistleblower schickt aber gleichzeitig seine Beschwerde auch noch auf einen viel, viel offizielleren Weg, nämlich er wendet sich direkt an den Director of National Intelligence. Also der sogenannte Geheimdienstkoordinator. Genau. Und das ist ein viel offizielleres und formatierteres Verfahren. Da ist genau festgelegt, was da genau passieren muss. Vor allen Dingen ist festgelegt, dass diese Beschwerde über diesen Director of National Intelligence irgendwann beim Parlament landen muss. Und auch der fragt aber erstmal beim Weißen Haus nach, was denn hier zu tun ist. Und es wäre fast wohl so passiert, sagt die New York Times, dass diese Whistleblower-Beschwerde versandet wäre, wenn der Whistleblower nicht parallel auch Adam Schiff informiert hätte, den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, der wiederum dann irgendwann mal nachfragt, sag mal, ihr sollt hier so einen Whistleblower-Beschwerde bekommen haben, wo ist denn die eigentlich? Ah. Und nur so ist das Ding am Ende dann tatsächlich an die Öffentlichkeit geraten. Und da stand eben einerseits drin, Trump hat mit Ukraine telefoniert und quasi seine Macht missbraucht für private Interessen. Aber zweitens stand drin, dass das A schon öfter passiert ist und B, dass diese Protokolle regelmäßig
auf diesen Server für eigentlich Staatsgeheimnisse verschoben wurden, was eben so gedeutet wird, den Leuten im Weißen Haus war schon sehr klar, dass es hier um massive Grenzüberschreitungen geht. Und deswegen haben sie, so die Lesart, das versucht zu vertuschen. So. Und jetzt ist natürlich Trump wütend und schlägt um sich. Ja, er sagt also Adam Schiff, den Vorsitzenden des Demokrat des Geheimdienstausschusses, Fragezeichen, Arrest for Treason. Also soll man ihn wegen Landesverrats verhaften. Wow. Er warnt vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Er spricht von einem Putsch. Er will unbedingt diesen Whistleblower kennenlernen und rausfinden, wer das ist, obwohl eigentlich festgelegt ist, dass der erstmal anonym bleiben soll. Also da ist jetzt ein wilder Kampf entbrannt. Und anders zum Beispiel als Nixon, der ja im Angesichts einer Smoking Gun, nämlich der Tonbänder, wo er zu hören war, wie er die CIA beauftragt, das FBI an Ermittlungen zu hindern, ist es hier jetzt so, dass in den Augen der Demokraten zumindest auch so eine Smoking Gun aufgetaucht ist, nämlich dieses Telefonat. Aber anders als Nixon sagt Trump nicht, okay, gut, wahrscheinlich werde ich hier nichts mehr zu holen haben und trete zurück, sondern er geht in die Offensive. Und jetzt muss man mal gucken, wie das weitergeht. Ja, genau, das ist die spannende Frage. Das Impeachment ist ja auch ein relativ formalisiertes Verfahren. Im House of Representatives werden für eine solche Anklage 218 Stimmen benötigt. Die Demokraten verfügen über 235 Stimmen. Das heißt, es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine solche Mehrheit zustande kommt. Dann würde der Senat mit dem Fall beauftragt und da wird es schon deutlich schwieriger sein, denn um Donald Trump tatsächlich des Amtes zu entheben, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das sind 67 Stimmen. Die Demokraten selber verfügen dort aber nur über 47 Stimmen. Das heißt also, es müssten 20 mindestens republikanische Senatoren quasi umfallen, ja, gegen Donald Trump stimmen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr unwahrscheinlich, aber ich würde mal denken, alles hängt davon ab, was noch so herauskommt bei diesen Ermittlungen, denn wie gesagt, meistens ist es bei Skandalen ja so, dass das eigentliche Problem relativ überschaubar ist, aber bei der Vertuschung dann eine ganze Reihe von gravierenden Verfehlungen vorkommen bis hin zu Straftaten und wer weiß, was sich noch so alles ermitteln lässt, was Donald Trump unternommen hat, um diese Geschichte mit der Ukraine unter den Teppich zu kehren und außerdem wurde ja auch versucht, diese Beschwerde des Whistleblowers irgendwie unter den Teppich zu kehren, da sind möglicherweise auch Straftaten begangen worden, das wissen wir jetzt einfach noch nicht, das muss ermittelt werden und außerdem ist es ja auch möglich, dass noch vergleichbare Verfehlungen zutage treten, Philipp. Ne? Du hast es ja anfangs schon gesagt, es gab schon eine Reihe Anlässe und es ist auch nach dieser Geschichte mit der Ukraine noch ein neuer Anlass zutage getreten. Richtig, der Whistleblower hat ja geschrieben, dieses Telefonat mit der Ukraine, das sei kein Einzelfall und jetzt hat die New York Times weiter recherchiert und festgestellt, aha, Trump hat auch schon mit anderen Regierungschefs gesprochen und sie versucht für private Zwecke einzuspannen. Zum Beispiel den Ministerpräsidenten von Australien. Da geht es nicht darum, Joe Biden zu diskreditieren, sondern es geht um eine andere Sache. Damals ging es um diesen Mueller Report, der halt ermitteln sollte, inwiefern Trump mit den Russen sich abgesprochen hat und koordiniert hat, um Präsident zu werden. Und dagegen hat er sich ja immer versucht zu wehren und es gibt so rechte Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass diese ganzen Ermittlungen gegen Russland überhaupt erst von den Demokraten losgetreten werden wollten und Trump hat in diesem Telefonat mit dem australischen Ministerpräsidenten gesagt, hey, guck doch mal, was du da bei deinen Leuten findest, denn ein australischer Diplomat war in den Anfängen dieser Mueller-Ermittlungen mit verwickelt und hat das so ein bisschen mit ins Rollen gebracht. Und Trump wollte jetzt quasi vom Ministerpräsidenten Australiens wissen, ob die Demokraten da irgendwie mit im Spiel waren, was da sozusagen auf australischer Seite konkret gelaufen ist. Wie gesagt, nicht um Joe Biden zu diskutieren, aber im Kampf gegen diesen für ihn sehr, sehr unangenehmen Report des Sonderermittlers Mueller. Ich finde, dieser zweite australische Fall ist nicht ganz so brisant wie der erste, weil da diese Drohung nicht so mit im Raum steht, weil es nicht so ein Erpressungspotenzial hat. Aber unterm Strich bleibt ja die Frage, für wie dramatisch hältst du das denn? Also diese Tatsache, dass ein Politiker anruft und sagt, du, pass mal auf, wir wollen dir helfen, tun wir auch, aber dann tu doch mal was für uns. Das ist doch eigentlich, ist so das Argument der Republikaner. Das ist doch
Business as usual, das ist Politik. Ihr habt ein Interesse, wir haben ein Interesse, komm, wir treffen uns in der Mitte, ihr tut was, wir tun was für euch, ihr tut was für uns. Ja, also das sehe ich im Ansatz genauso, Philipp. Das Problem ist nur, dass es da, glaube ich, zwei Punkte gibt, die diese Bitte um einen Gefallen unterscheidet von anderen Bitten. Das eine ist nämlich, dass es ja eben nicht darum geht, dass Donald Trump als Staatspräsident der Vereinigten Staaten seinen Gegenpart in der Ukraine bittet, etwas zu tun, was den Vereinigten Staaten gut tut. Ne? Kommt die Kooperieren ja, im Jemen? Oder? Zum Beispiel, ja. Oder können wir nicht vielleicht bei euch irgendwie, keine Ahnung, eine Navy-Basis unterhalten, ja? Oder können wir da irgendwie eine Abhörstation bei euch irgendwo in die Pampa stellen oder weiß der Himmel, ja? Irgendwelche Gefallen quasi für seinen eigenen Staat, sondern er nutzt seine offizielle Funktion, um sich einen privaten Gefallen tun zu lassen. Das, denke ich mal, ist ein ganz zentrales Problem, ja? Problem Nummer eins. Und das Problem Nummer zwei ist, dass er bei diesem Versuch, einen privaten Gefallen rauszuhandeln, auch noch den Interessen seines eigenen Staates schadet. Denn er hat ja eben diesen vom Kongress bereits bewilligten Militärzuschuss von 400 Millionen Dollar angehalten. Das heißt, er hat im Grunde einen Beschluss seines eigenen Parlaments boykottiert, einfach nur um ein Faustpfand in der Hinterhand zu haben, um einen fremden Staat unter Druck zu setzen für seine privaten Interessen als Mensch Donald Trump. Was er bestreitet, aber zurückgehalten wurde die Kohle. Ja? Das mit anderen Worten, der Connex zwischen dem Zurückhalten der Kohle und der Bitte, tut uns doch mal einen Gefallen, liegt so auf der Hand, dass man, denke ich, dieses Bestreiten nur noch so mit Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen kann. Also das, finde ich, sind die beiden Probleme, die da dieser stellen. Das ist kein diplomatischer Gefallen. Und um diesen nicht diplomatischen privaten Gefallen zu bekommen, wird der fremde Staat unter Druck gesetzt und damit ein Beschluss des Kongresses außer Kraft gesetzt und möglicherweise sogar dem diplomatischen Interessen der USA geschadet, wenn nämlich diese verweigerte Militärhilfe dazu führt, dass die Ukraine ihre Interessen gegenüber Russland möglicherweise nicht mehr so gut vertreten kann. Das können wir noch nicht sagen. Das ist unklar, ob dieser Schaden wirklich eingetreten ist. Auf jeden Fall aber, denke ich, ist ein diplomatischer Schaden eingetreten, weil es natürlich für den ukrainischen Präsidenten unschön ist, in dieser illegitimen Weise unter Druck gesetzt zu werden. Ja, und ich finde, eine zweite Lehre, die man daraus ziehen kann, wofür das ein schönes Anschauungsbeispiel ist, ist die Bedeutung der Trennung von Amt und Person. Das gilt für den amerikanischen Präsidenten, das gilt aber auch für die Oberbürgermeisterin von Oppensübbelhofen. Ja. Das gilt für alle Menschen, die ein ihnen anvertrautes Mandat tragen. Ja. Dass man klar trennen muss zwischen den Aufgaben, die mit dieser Macht einhergehen und den Verpflichtungen und den möglicherweise privaten Interessen der Person, die dieses Mandat gerade innehat. Und das ist ein ganz guter Gradmesser für die Beurteilung der Integrität solch politisch handelnder Personen. Genau. Schaffen Sie es, Ihre persönlichen Interessen als Mensch, Privatmensch, zu trennen von denen des Amtes und schaffen Sie es, die Macht, die Ihnen durch solche demokratischen Wahlen zugefallen ist und verliehen wurde, nicht dafür einzusetzen, um Ihre persönlichen Interessen voranzubringen. Ja, und das ist zum einen natürlich eine Frage, die sich an den Charakter der Personen richtet. Es ist aber zugleich auch eine Frage, die sich an unser quasi Staatswesen richtet. Wie statte ich denn Menschen aus in ihrem Amt? Ne? Wie bezahle ich denn auf Deutsch Amtsträger? Schaffe ich das, die über die Bezahlung, aber zum Beispiel auch über die Versorgung nach der Amtszeit so auszustatten, dass die gar nicht erst in Versuchung kommen? Ne? Da kann man natürlich immer sagen, du musst halt sauber bleiben, aber auf der anderen Seite sind natürlich die Grenzen da erreicht, wo man das Gefühl hat, naja, wenn ich mir meine Besoldung angucke, werde ich im Grunde auch verarscht. Ja, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Richtergehältern, das verstehen die meisten Leute ja nicht, aber es ist eben einfach ein großes Problem, wenn ich Amtsträger nicht so bezahle, wie die das Gefühl haben, dass es ihnen eigentlich zusteht. Ne? Wir haben ja in Deutschland erfreulicherweise ein extrem niedriges Korruptionsniveau, weil einfach die allermeisten Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, einfach sehr ehrbare Menschen sind und auch unter großen finanziellen Verlusten ihren Job machen, weil sie einfach sagen, das ist wichtig, dass dieser Staat funktioniert. Mache ich ja zum Beispiel auch, ja, also ich meine, ich könnte als Programmierer sicher auch eine ganze Menge mehr verdienen, als wenn ich jetzt für die Senatsverwaltung für Justiz ein System entwickle, ja, das mache ich auch im Wesentlichen aus Idealismus und weil es mir Spaß macht, aber das kann man vielleicht nicht von allen Menschen erwarten und insofern glaube ich, müssen wir da als Staat darauf achten, dass wir unsere Staatsdienerinnen und Staatsdiener auch so vernünftig bezahlen, dass die gar nicht erst in Versuchung kommen.
Genau. Ja, auf der einen Seite ist es nicht sehr wahrscheinlich, erstmal gesehen, dass dieses Amtsenthebungsverfahren Erfolg hat. Aber einige Senatoren haben sich schon so geäußert, dass sie das durchaus kritisch sehen. Das sind vielleicht 2, 3, 4 bisher. 20 braucht man. Aber die Ermittlungen laufen ja jetzt erst und wer weiß, was da noch bei rumkommt. Ja. Da ist eine ganze Menge Dynamik drin, die schwer vorherzusehen ist. Ja, das ist überhaupt nicht vorherzusehen. Ich denke, die zentrale Frage, die sich da die republikanischen Abgeordneten stellen werden, ist Donald Trump quasi noch das Winning Team? Ja, sind wir und Donald Trump noch ein Winning Team oder ist Donald Trump im Grunde so beschädigt durch diese Ermittlungen und deren Ergebnisse, dass er ein Klotz am Bein wird? Das ist die zentrale Frage. Also man muss es ja schon offen ansprechen, dass Donald Trump natürlich nie der Wunschkandidat der Republikanischen Partei war, also des Partei-Establishments nicht und auch nicht der Parteibasis. Aber er hat einfach in den letzten 2 Jahren enorm viel Unterstützung gewonnen, dadurch, dass er eben einfach der Präsident ist, dass er einfach die Macht hat und dass er ganz offensichtlich auch der Partei eher nützt, ja, denn die Zwischenwahlen sind ja für die Republikaner relativ gut ausgegangen. Da habe ich ein Argument gehört, auch in der New York Times, in The Daily, glaube ich, da ging die Argumentation so, dass die Situation in den USA gerade bei den Republikanern jetzt so ist, dass sich Leute, die für die Republikaner antreten, sei es für den Senat oder das Repräsentantenhaus, eher gegen Parteirivalen zur Wehr setzen müssen, als gegen moderate oder demokratische Gegenkandidaten. Das wiederum führt dazu, dass die Messlatte für diese Kandidaten eigentlich eher ist, wie hältst du es mit deinem Präsidenten? Und dass sie deswegen strukturell eher dazu geneigt sind, einen Präsidenten, der noch relativ populär ist, und der ist unter den Republikanern extrem populär. In der Base, ja. In der Base extrem. Ja. Dass das sozusagen eine natürliche Gravitation hin zur Loyalität mit Trump ist. Und das wäre ein Argument, was dagegen spricht, dass sich jetzt Senatoren und Senatorinnen leichtfertig von Trump abwenden. Ja. Also das funktioniert nur, wenn er wirklich in Umfragen an Popularität verliert. Ja, und zwar gravierend, ne? Wenn einfach klar ist, der Mann wird zum Klotz am Bein. Er wird die Wahl im Zweifel eh nicht gewinnen, sodass es sich politisch lohnen kann, sich von ihm zu distanzieren. Ganz genau, Philipp. Das ist so in der Tat, gerade in den republikanischen Wahlkreisen, die einfach sehr sicher für die Republikaner entschieden werden bei den eigentlichen Hauptwahlen, da verlagert sich nämlich die Entscheidung auf die Vorwahl. Ne? Da ist also die eigentliche Hürde für einen Republikaner oder eine Republikanerin, die gewählt werden will, ist dann nämlich nicht mehr die eigentliche Wahl, sondern die Vorwahl. Das heißt, die Frage, schaffe ich es, mich im Feld der republikanischen Kandidierenden durchzusetzen? Und da gibt es eine starke Tendenz hin, eben Menschen zu wählen, die zu Donald Trump halten und die generell radikale Meinung vertreten. Also ähnlich populistisch auftreten wie Donald Trump. Und da muss man einfach schauen, wie die Menschen im Senat da ihre Chancen sehen, ob Donald Trump ihnen hilft oder er nicht. Okay, wir kommen zum nächsten Thema und blicken mal nach Österreich. Unser Nachbarland ist ja hier in der Lage etwas unterrepräsentiert und Österreich verdanken wir ja die kuriose Personenbeschreibung 33-jähriger Ex-Kanzler. Das haben wir hier in Deutschland und ich weiß auch nicht, ob wir das sonst wo überhaupt schon mal erlebt haben, dass also ein 33-jähriger Ex-Kanzler sein kann. Jetzt ist Sebastian Kurz auf dem besten Wege, sogar zum zweiten Mal Kanzler zu werden, denn es hat vorgezogene Neuwahlen zum österreichischen Parlament gegeben und die hat er gewonnen, beziehungsweise seine Partei. Die Ursache für diese Neuwahlen war ja, dass die vorige Koalition mit der FPÖ zerbrochen war, weil FPÖ-Funktionäre dabei gefilmt worden waren auf Ibiza, wie sie unterm Strich versucht haben, die österreichische Demokratie zu verhökern. Nun also das Ergebnis, oder? Genau, und um das mal so ein bisschen einzuordnen, haben wir uns mit einer Expertin verabredet, nämlich mit Maria Zimmermann. Sie ist Redakteurin für Innenpolitik bei den Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Maria Zimmermann. Ja, hallo an alle. Ja, wir fangen zunächst mal an mit ein bisschen Hintergrund. Das österreichische Parteiensystem ist ja aus deutscher Sicht vielleicht nicht allen so richtig bekannt. Mhm. Man könnte etwas überspitzt formulieren. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Kopie des deutschen Systems, aber es gibt sicher auch bestimmte Unterschiede. Frau Zimmermann, wo sehen Sie denn Parallelen, wo sehen Sie die wesentlichen Differenzen zwischen dem Parteiensystem in Deutschland und in Österreich? Na, also bis vor kurzem zumindest war das ganz klar auch in Österreich so, dass es sozusagen die Christdemokraten gibt und die Sozialdemokraten. Das gibt es natürlich nach wie vor noch. In Österreich hat sich das jetzt nur sehr massiv verschoben. In Deutschland, glaube ich, hat die SPD ja auch massive Probleme, aber trotzdem. Also das waren immer sozusagen die zwei Pflöcke der Zweiten Republik,
die auch sehr lange in Österreich in einer großen Koalition zusammengearbeitet haben und auch in der Sozialpartnerschaft sozusagen, das ist dieses berühmte österreichische Modell, auch immer Kompromisse gefunden haben, also zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und dazu kommt, und das glaube ich ist doch ein bisschen anders als bei der FDP in Deutschland, das ist die FPÖ immer gewesen, die aus dem Verband der Unabhängigen entstanden ist. Das waren also belastete Sozialdemokraten nach dem Zweiten Weltkrieg, und da ist dann diese Partei, die FPÖ, auch gegründet worden, unter anderem auch mit Unterstützung von eben SPÖ und ÖVP. Das waren eigentlich die drei Parteien, also zwei Großparteien und die FPÖ. Und ich glaube, dann ist es wieder mit Deutschland der Aufstieg der Grünen eigentlich, da gibt es wieder Parallelen. Und was es, glaube ich, in Österreich lange nicht gegeben hat oder wo sich die FPÖ ein bisschen als liberale Partei gesehen hat, was es aber nie so war wie die FDP in Deutschland, also so eine klassische liberale Partei, aber ohne diese Belastungen, die sozusagen die FPÖ, diese Vergangenheit, die mitgeschleppt hat. Und da gibt es eben seit ein paar Jahren sowas wie eine österreichische FDP, wenn man es so nennen will, auch wenn die wirtschaftspolitisch liberal ist, aber gesellschaftspolitisch, glaube ich, doch ein bisschen liberaler als die FDP. Das sind die Neos, das heißt also quasi Neues Österreich. Und das ist, Abspalter kann man nicht sagen, aber viele, auch der Gründer sozusagen der Neos, der Matthias Strolz, der hat für die ÖVP gearbeitet. Die jetzige Parteichefin, die Meindl-Reisinger, kommt eigentlich auch aus der ÖVP. Man könnte also sagen, das ist so quasi die, sie sehen sich selber so ein bisschen als die moderne, liberale, bürgerliche Partei. Wir schulden den Hörern und Hörern noch kurz das Ergebnis. Also ÖVP hat 37 Prozent, das sind 6% mehr als bei der letzten Wahl. Die SPÖ hat gute 21 bekommen, das ist fast 6% weniger als davor. Die FPÖ hat satt verloren, die sind immer noch auf gut 16% gekommen, aber haben fast 10 Prozentpunkte verloren. Die Grünen haben gewonnen, sind auf fast 14 Prozentpunkte gekommen. Von 0, die sind rausgeflogen das letzte Mal. Haben plus 10 Prozentpunkte dazu gewonnen, und die Neos, die von Ihnen schon erwähnten, haben knapp 3% dazu gewonnen, sind auf gut 8% gekommen. Das ist also jetzt die Situation. Also man muss sich vorstellen, also die ÖVP, also die Partei von Sebastian Kurz, hat gleich viele Mandate wie SPÖ und FPÖ zusammen. Also das ist Stand heute, das Endergebnis haben wir erst morgen am Abend, aber ist doppelt so stark im Nationalrat. Genau, dann können wir vielleicht diese eine Frage vorziehen. Welche Koalitionsoptionen gibt es denn da jetzt? Naja, die Überraschung vom Wahlsonntag war, dass man hat erwartet, dass die Grünen sozusagen stark zurückkommen. Das Problem das letzte Mal bei der Wahl war, dass der Zuspruch weniger war, aber hinzugekommen ist einfach, dass es eine interne Parteiabspaltung gegeben hat. Also einer der profiliertesten Grünmandatare als großer Aufdecker seit Jahren in Österreich, ein Name, der Peter Bilz, hat sich von seiner Partei abgespaltet, und zwar, weil die ihm in Migrationsfragen sozusagen zu links war. Also er wollte da einfach ein bisschen ein strikteres Regime, hat eine eigene Partei gegründet, und mit der ist er in den Nationalrat gekommen und die Grünen sind rausgeflogen. Dieses Mal war es umgekehrt, die Grünen sind reingekommen und die Liste von Peter Bilz ist nicht mehr reingekommen. Dadurch ergibt sich diese spannende Sache in Österreich, dass sich erstmals seit 2002 eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene ausginge. Und das wird eigentlich sozusagen die spannende Frage der nächsten Monate, weil die Koalitionsverhandlungen, so wie wir alle glauben, sehr lang dauern werden. Inwieweit können sich sozusagen Sebastian Kurz und die Grünen, inwieweit können die einen gemeinsamen Nenner finden? Die zweite Option ist, es geht sich nach wie vor aus natürlich, klarerweise, weil die SPÖ ist die zweitstärkste Partei, es ginge sich eine schwarz-rote Koalition aus. Aber auch da ist, muss man sagen, es ist sehr viel zerrüttet zwischen den Parteien. Also auch mit der jetzigen Parteichefin der SPÖ wird es schwierig werden. Und die dritte Option besteht nach wie vor, das ist, dass die ÖVP sich noch einmal mit der FPÖ zusammentut. Das schließt zwar die FPÖ jetzt im Moment aus. Am Wahlabend haben sie gesagt, das ist jetzt kein Auftrag, um in Regierungsverhandlungen zu gehen, wenn man minus 10 Prozentpunkte hat. Aber ich würde sagen, auch seit der Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache gestern seine Parteimitgliedschaft ruhend gestellt hat und gesagt hat, er wird auch keine Parteispaltung jetzt vorantreiben, also der Strache war der, der im Ibiza-Video die halbe Republik verkauft hätte an diese russische Oligarchin. Seither ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir, für Schwarz-Blau,
also ÖVP und FPÖ, wieder ein Stückchen, würde ich sagen, wahrscheinlicher geworden. Drei Optionen gibt es also. Drei Optionen, Sie haben es gerade schon gesagt, aber die haben ja alle eins gemeinsam, nämlich, dass der Mann an der Spitze sehr wahrscheinlich wiederum Sebastian Kurz heißen wird. Deswegen möchten wir auf diese Personalie noch kurz eingehen. Wer ist denn eigentlich Sebastian Kurz? Das Alter haben wir schon erwähnt, Anfang 30 ist er erst. Wer ist er denn persönlich und wofür steht er inhaltlich? Naja, ich würde mal sagen, er ist eine tatsächlich eine politische Ausnahmeerscheinung und großes politisches Talent. Und es ist spannend auch zu sehen, was die Wahlmotive waren. Also der Großteil der Leute hat die ÖVP gewählt, weil Sebastian Kurz an der Spitze steht. Also der Spitzenkandidat hat einfach enorme Strahlkraft gehabt. Sebastian Kurz ist, würde ich einmal sagen, einfach eine neue Generation, junge Generation von Politikern, der sich weniger sozusagen den Traditionen der Partei, der ÖVP, verpflichtet fühlt, als dem, wie er das Land verändern möchte. Er nennt immer so seine drei, seine Hauptpfeiler. Das ist also, er möchte sozusagen einen schlanken Staat, er möchte eine strikte Linie weiterfahren in der Migrationspolitik. Bei der Wahl hat er natürlich Stimmen gewonnen und das war auch das letzte Mal, dass er eigentlich einen relativ klaren Mitte-Rechts-liberal-konservativen Kurs fährt und dadurch auch sehr viele FPÖ-Wähler angesprochen hat. Auch diesmal sind sehr viele Wähler von der FPÖ, also wenn sie nicht sozusagen zu Hause geblieben sind, dann sind sie am ehesten zur ÖVP gewechselt. Also Sie haben das ja schon angesprochen mit der FPÖ. Das ist ja etwas, was Österreich, sagen wir, Deutschland voraus hat, nämlich eine jahrelange Erfahrung mit Rechtsradikalen in der Regierung. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir als Ziel eine offene und liberale Demokratie und Gesellschaft haben, was können wir denn aus den Erfahrungen Österreichs mit Rechtsradikalen wie der FPÖ lernen? Muss man die einbinden in die Regierung oder muss man sie ausgrenzen? Also ich kann nur eines sagen, die Ausgrenzungspolitik in Österreich hat absolut nicht funktioniert. Immer wenn die FPÖ ausgegrenzt wurde, konnte sie sich sozusagen noch mehr als Opfer stilisieren und sagen, wir sind die armen Ausgegrenzten, wir sind die Outlaws, das System ist gegen uns und es ist bei sehr vielen auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und das ist ja auch ein Dilemma der Sozialdemokraten in Österreich. Das ist aus sehr ehrbaren Motiven damals gesagt worden unter dem Bundeskanzler Franicki. Mit der FPÖ werden wir uns nie zusammentun. Aber es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, dass bei jeder Koalitionsverhandlung die SPÖ um eine Koalitionsoption sozusagen eine weniger hatte. Der Kurz hat das nicht. Und das hat die ÖVP auch nie gehabt. Die haben immer gesagt, wir reden mit allen. So wie auch jetzt. Und er würde natürlich auch jetzt niemals ausschließen, dass er mit der FPÖ zusammengeht, weil das alleine auch eine Strategie ist in den Verhandlungen. Ich habe eine Option mehr. Wenn ihr nicht wollt, habe ich immer noch die anderen. Aber ein Einwand dagegen ist ja, dass diese, wenn Sie sagen, die Ausgrenzung funktioniert nicht, weil sich die Populisten als Opfer stilisieren können. Ein Einwand dagegen ist, Populisten können sich immer als Opfer stilisieren, selbst wenn sie in der Regierung sind, siehe Trump. Und ein anderes Argument ist, wenn man sie einbindet, verschiebt sich die gesamte Debatte und alle Inhalte und die ganzen Themen nach rechts. Ja. Ist das in Österreich passiert? Das ist in Österreich sicher passiert, ja. Also das ist sicher, man kann sicher auch sagen, dass auch die ganze ÖVP in der ganzen Sache sicher ein Stück weiter nach rechts gerückt ist. Was man auf der anderen Seite auch sagen muss, ist natürlich, man muss sich auch die Wandlung dieses Herrn Strache anschauen. Das war gestern großes Thema, weil er natürlich sozusagen jetzt einmal auf lange Zeit, oder wir wissen alle nicht, er sagt, er kommt nicht zurück. Seit Haiders Zeiten glaubt man das nicht immer ganz so in Österreich, wenn das ein Rechtspopulist sagt, dass er jetzt weg ist von der Bühne, von der politischen. Aber es gibt einen Akademikerball, heißt es, in der Hofburg, da marschieren die ganzen Burschenschaft da auf und das ist ein großes sozusagen Society-Event in der sehr rechten bis rechtsextremen Szene. Und der Strache hat sich damals hingestellt und hat vor allen diesen Leuten eine Rede gehalten gegen Antisemitismus und dass er alles nicht dulden wird in der Partei. Also das war dann schon ein Schritt, wo man sich denkt, zumindest spannend. Das hat jetzt nichts nach innen bewirkt, weil es gibt in der FPÖ genauso noch rechtsextreme Vorfälle, es gibt antisemitische Ausfälle. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein letztgültiges Rezept für diese Frage gibt. Ich sehe nur, dass in Deutschland halt genau das passiert, was in Österreich die FPÖ teils halt auch groß gemacht hat.
Ja, ich würde gerne nochmal den Blick ein wenig weiten und nach der europäischen Perspektive fragen. Mhm. Lässt sich schon etwas abschätzen, was diese Nationalratswahlen jetzt bedeuten werden für die Position Österreichs im europäischen Diskurs und insbesondere auch auf der Brüsseler Bühne? Mhm. Ich glaube, das hängt jetzt einfach massiv davon ab, welche Regierung in Österreich jetzt zustande gebracht wird. Schafft man es wirklich, eine Schwarz-Grüne oder Türkis, der Kurz hat ja seine Partei in Türkis umgefärbt, also schafft man es wirklich, eine Regierung aus ÖVP und Grünen zu bilden, was dem Land, glaube ich, gut tun könnte, was aber sehr schwierig ist, weil die Parteien einfach inhaltlich wahnsinnig weit auseinander liegen. Und interessanterweise hat es ja schon im Jahr 2000, 2003 unter Wolfgang Schüssel, der damals mit der FPÖ sozusagen den ersten Tabubruch gemacht hat und schwarz-blau gemacht hat, das ist dann gescheitert, hat es eigentlich schon sehr lange Verhandlungen mit den Grünen gegeben. Es ist letztlich dann doch an den Inhalten gescheitert. Also es wird viel davon abhängen, ob diese Koalition zustande kommt. Und ich glaube, da muss auch innerhalb der Parteien müssen da jetzt einfach einmal die Fronten geklärt werden. Wo kann man aufeinander zugehen und wo ist es unmöglich? Ja, und das andere ist, wenn Sebastian Kurz wieder mit, also es könnte ja sein, dass er 3 Monate sagt, wir haben verhandelt, wir haben alles versucht, es ist nichts geworden, jetzt muss ich halt doch wieder mit der FPÖ. Also das ist nicht ausgeschlossen und dann wird einfach auch eine andere Politik gemacht. Man muss natürlich sagen, die ÖVP hat fast 38%, die Grünen haben 14% und die FPÖ hat 16%. Also es wird schon maßgeblich auch von der ÖVP abhängen, wie sie sich positioniert. Ja, herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Maria Zimmermann. Sie ist Innenpolitikredakteurin bei den Salzburger Nachrichten. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für unsere Sendung. Wir kommen zu einem Thema, mit dem wir uns schon mal behandelt hatten. Und ihr habt ja manchmal, nicht dauernd, aber es war so ein bisschen das Feedback, gemosert. Zu viel schlechte Nachrichten, da kriegt man ja schlechte Laune. Ich kann das nicht mehr hören. Das mag sein, ist, glaube ich, aber nicht unsere Schuld. Dennoch jetzt hier mal ein Lichtblick. Es gibt auch gute Nachrichten aus der Welt der Politik, der Berliner Politik. Und zwar hat Julia Klöckner, Agrarministerin der CDU, sich, Überraschung, Überraschung, doch für den sogenannten Nutri-Score entschieden. Das ist also eine Kennzeichnung für Lebensmittel, die es Käufer, Käuferinnen leicht machen soll, zu erkennen, wie gesund ist denn dieses Müsli oder dieses Mehl oder dieses Nahrungsmittel, was ich vor mir im Regal habe. Und die Lebensmittelindustrie hat sich gegen diese Kennzeichnung lange gewehrt. Auch Julia Klöckner hat immer versucht, das zu verhindern. Und jetzt scheint ein jahrzehntelanger Streit um diese Kennzeichnung von Lebensmitteln doch zu Ende zu gehen. Ja, in der Tat. Denn jetzt soll tatsächlich auch in Deutschland der Nutri-Score eingeführt werden. Eine Kennzeichnung quasi der Gesundheit eines Lebensmittels, also wie gesundheitsförderlich oder auch nicht ein solches Lebensmittel ist. Es gibt also eine Kennzeichnung, bald auf einer Skala von A bis E. A ist grün und E ist rot. Und der besondere Witz bei diesem Nutri-Score ist, dass nicht nur einzelne Lebensmittelbestandteile in den Blick genommen werden, sondern es ist so eine Art Gesamtbilanz des Lebensmittels. Das heißt also, ein Lebensmittel, das in einer Hinsicht nicht so wahnsinnig gesund ist, kann das quasi so ein Stück weit ausgleichen, wenn es in einer anderen Hinsicht total gesund ist. Also Ballaststoffe wird gegen Fett aufgewogen oder gegen Zucker sowas. Ja, oder keine Ahnung, jetzt mal, um ein willkürliches Beispiel rauszugreifen, ein Fruchtsaft zum Beispiel, ne, kann ja relativ viel Zucker enthalten, das ist nicht so toll. Wenn der aber zugleich ganz viele Vitamine enthält, dann rutscht er vielleicht im Nutri-Score immer noch in B rein oder so. Ne? Und das Schöne eben an dem Nutri-Score ist, dass man da sehr schnell, ohne dass man groß lesen muss, erkennt, ob dieses Lebensmittel eher gut oder eher nicht so gut ist. Seht ihr übrigens auf eurem Screen, wenn ihr aufs Telefon guckt, ich habe da ein Kapitelbild reingemacht, könnt ihr euch das mal angucken, wie das genau aussieht. Also, wenn ihr einen vernünftigen Podcast-Player habt, bei der Gelegenheit, wir kriegen ganz viel Feedback, dass Menschen irgendwelche Features der Lage nicht sehen können. Also, unsere Kapitelmarken, ne? Wir haben ja am Anfang jedes Themas, so eine Sprungmarke, kann man eigentlich das Thema direkt anspringen, kann man auch mal Themen überspringen. Manche Player zeigen die nicht an oder verstecken die. Dann können wir nur sagen, dann nehmt probiert einfach, was anderes aus. Versucht eine andere App. Es gibt also wirklich Apps, die sehr, sehr gut funktionieren. Für iOS empfehlen wir immer gerne Overcast zum Beispiel, einfach weil das alle Funktionen
Interpretation der Lage unterstützt und unter anderem die Funktion Kapitelbild. Also wir haben quasi Fotos, Bilder eingebettet in die Datei. Zu jedem Kapitel normalerweise gibt es irgendein Kapitelbild. Und in diesem Fall haben wir mal einen Nutri-Score, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Dieser Nutri-Score, der war von Nichtregierungsorganisationen und auch Opposition immer gefordert worden. Die Ministerin hatte sich jahrelang dagegen gewehrt, hatte auch Studien unterm Deckel gehalten, die diesen Nutri-Score als durchaus positiv bewertet haben. Dann hat sie noch bei einem bundeseigenen Institut eine alternative Kennzeichnung in Auftrag gegeben und hatte noch mal eine Umfrage gestartet, wo Leute diese beiden oder drei waren es, glaube ich, im Kern Kennzeichnungssysteme vergleichen sollten. Und diese Umfrage ist nun auch für viele eben nicht überraschend zu dem Schluss gekommen, dass der Nutri-Score mit Abstand am verständlichsten und deutlichsten ist, auch von Verbrauchern und Verbraucherinnen so bewertet. Und nun hat also Julia Knöckner ein Einsehen und sagt, das soll also die Kennzeichnung in Deutschland werden, allerdings vorerst zumindest freiwillig. Also die Konzerne, Nahrungsmittelkonzerne haben die Möglichkeit, das drauf zu drucken, müssen es aber nicht machen. Ja, aber ich denke, da müssen wir jetzt einfach auch als Verbraucherinnen und Verbraucher wieder weiteren Druck ausüben. Klar, das kann man jetzt von einer CDU-Ministerin vielleicht angesichts der Parteipräferenzen und Abhängigkeiten nicht so richtig erwarten, dass sie quasi durchregiert an dieser Stelle. Aber da sind wir jetzt selber, glaube ich, als bewusste Konsumierende gefordert, dass wir eben systematisch Produkte kaufen, die einen Nutri-Score abbilden und im Zweifel halt davon ausgehen, wer keinen drauf hat, der hätte ein E. Ja, da, wenn man sich so verhält, als wären alle Produkte ohne Nutri-Score total ungesund, also nach einer Übergangszeit, ne, die Hersteller müssen ja auch erstmal diese Nutri-Scores berechnen lassen und draufdrucken und so, aber nach einer Übergangszeit muss man, glaube ich, einfach davon ausgehen, wenn der Nutri-Score fehlt, ist das Lebensmittel im Zweifel sehr ungesund und wenn man sich so verhält und so kauft, dann denke ich, werden die Hersteller sehr schnell dazu übergehen, jedenfalls günstigere Noten als ein E auch draufzudrucken. Foodwatch ist ja so eine NGO, die sich um dieses Thema kümmert. Die haben das im Prinzip auch begrüßt, fordern jetzt aber von Klöckner, dass es eben auf EU-Ebene auch Pflicht werden soll und dass Klöckner sich dafür einsetzen soll. Also generell ein guter Move, richtige Richtung, Pflicht wäre besser, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema und das ist quasi ein Follow-up zu unserer Diskussion des Klimapäckchens aus der vergangenen Woche. Da hat es politisch einige Neuigkeiten gegeben und wir haben auch total spannendes Feedback bekommen. Zunächst mal, Philipp, aus diesen Stichworten aus der vergangenen Woche sollte ja jetzt so langsam aber sicher mal ein richtiges Gesetzgebungsprogramm werden. Was ist denn da der Stand der Dinge? Ja, also, hatten wir ja gesagt, dass diese Eckpunkte eben nur Eckpunkte waren, die da groß verabschiedet wurden und jetzt ist also aus diesen Eckpunkten ein 200 Seiten langes Klimaschutzprogramm 2030 geworden, in dem halt viele Zahlen nochmal konkretisiert wurden, viele Maßnahmen nochmal konkretisiert wurden. Und dieses 200 Seiten Klimaschutzprogramm, das sollte eigentlich heute ist Mittwoch, im Kabinett von der Regierung also beschlossen werden, um dann gesetzt zu werden, in den Bundestag zu gehen. Aber die CSU, so berichtet das zumindest die Deutsche Presseagentur gerade eben, hat dieses Paket für heute von der Tagesordnung der Kabinettssitzung genommen. Wann da eine neue Abstimmung oder überhaupt eine Abstimmung stattfinden soll, das ist zurzeit noch offen. Das Problem an der Sache ist natürlich vielfältig. Ein Problem ist, dass die Regierung eigentlich nur noch 10 Tage Zeit hat, um dieses Paket zu verabschieden, damit es noch rechtzeitig ins Parlament kommen kann, damit es in diesem Jahr noch verabschiedet werden kann, so wie das eigentlich das Ziel der Regierung ist. Warum wurde es jetzt von der Tagesordnung genommen, auf Druck der CSU, auf Druck von Markus Söder? Sagt die DPA, ist noch ein bisschen offen, aber offensichtlich gibt es einfach Streit innerhalb der Regierung um die konkreten Maßnahmen. Ja, was soll jetzt eigentlich wer genau machen? Da macht das Umweltministerium wahrscheinlich mehr Druck als das Verkehrsministerium von Andreas Scheuer, was natürlich besonders im Mittelpunkt steht. Und offensichtlich gibt es da noch keine Einigung und viel Streit und deswegen wird darüber jetzt noch nicht abgestimmt. Was umso erstaunlicher ist, weil aus diesen 200 Seiten schon das rausgestrichen wurde, was wir zum Beispiel auch letztes Mal angemerkt hatten, nämlich, dass die Regierung auch für jede Maßnahme aufschreiben muss, wie viel Tonnen CO2 soll denn mit dieser Maßnahme eingespart werden, um unterm Strich zu sehen, wirkt dieses Paket oder wirkt es nicht. Und all diese Zahlen, die standen laut DPA und auch Süddeutscher Zeitung schon mal in diesen 200 Seiten drin, wurden aber wieder rausgestrichen. Im letzten Entwurf, sagt die SZ, stehen keine konkreten Reduktionsziele für die einzelnen Instrumente und Maßnahmen drin, was an sich schon eigentlich in meinen Augen ein Skandal ist. Aber das hat der Union offensichtlich nicht gereicht, deswegen ist das jetzt erstmal runter.
Ja, und irgendwann allerdings gehen wir mal davon aus, wird es sowas wie einen Gesetzentwurf geben. Ja, irgendwann wird da was bei rauskommen, denn da würde sich die Große Koalition ja endgültig selbst delegitimieren, wenn sie jetzt gar nichts beschließen würde in dieser Richtung. Das ist nun, denke ich, schon irgendwann zu erwarten. Wie ganz genau das aussehen wird, wissen wir nicht. Eins ist aber sicher, wenn es einen Gesetzentwurf gibt und der Bundestag den beschlossen haben sollte, dann liegt der Ball bei den Grünen. Denn wesentliche Teile eines solchen Klimapakets werden im Bundesrat zustimmungspflichtig sein. Und zustimmungspflichtig im Bundesrat bedeutet, es gibt ja zwei Typen von Gesetzen, die Einspruchsgesetze, die man mit einer Mehrheit im Bundesrat aufhalten kann. Aber das ist hier nicht der Fall. Es ist hier immer ein Zustimmungsgesetz. Das heißt, es braucht eine Mehrheit für ein solches Klimapaket im Bundesrat, Klammer auf, sofern man das Klimapaket nicht aufspaltet. Also es gibt auch häufig so den Trick, dass man größere Gesetzespakete in zwei Teile aufspaltet. Einen, der nur Einspruchsgesetz ist, einen ganz kleinen, der zustimmungspflichtig ist. Aber irgendwas jedenfalls wird im Bundesrat eine Mehrheit brauchen. Und das bedeutet, dass auch die Grünen sich entscheiden müssen, wie sie zu einem solchen Gesetz stehen. Denn eine Mehrheit im Bundesrat bedeutet ja, dass eben einfach die Mehrheit der Stimmen zusammenkommen muss. Die Länder können im Bundesrat nur mit einer Stimme sprechen. Das heißt, sie haben mehrere Stimmen zwar im Bundesrat, wenn gezählt wird, aber sie können diese Stimmen nur einheitlich abgeben. Und der Deal ist normalerweise in Koalitionsverträgen auf Landesebene, wenn wir uns nicht einig sind, wie wir abstimmen wollen als Land, dann wird sich enthalten. Und bei Zustimmungsgesetzen zählt ein solches sich enthalten wie ein Nein. Das heißt also, wenn die Grünen in einem Land sagen, wir stimmen nicht zu, dann muss sich das Land enthalten und damit fehlen die Stimmen dieses Landes und das Zustimmungsgesetz kommt, wenn die Stimmen insgesamt nicht reichen, nicht zustande. Das heißt, die Grünen müssen sich einfach entscheiden, wollen sie einem Klimaschutzpaket zustimmen, auch wenn sie das möglicherweise für total defizitär halten, oder wollen sie möglicherweise doch mitmachen? Und dann ist die Frage, was ist der Preis dafür und welche Konzessionen werden sie gegebenenfalls der Großen Koalition abverlangen? Und es ist natürlich auch die Frage, ob man sich überhaupt nicht auf diese Art und Weise so quasi in die Mithaftung nehmen lässt. Das versucht die Union ja natürlich, ne? Weil zum Beispiel, nimm den CO2-Preis. Ja. Der ist jetzt bei 10 Euro, alle sagen, ist zu niedrig, also alle bis auf die Koalition, aber selbst da, glaube ich, wissen viele, dass das zu niedrig ist. Angenommen, man sagt jetzt, okay, wir gehen auf die Grünen zu und es gibt 15 Euro. Sagen die Grünen dann, okay, 15 Euro ist zwar immer noch 35 Euro zu wenig, als verglichen mit dem, was Wissenschaft fordert, aber wir sagen okay und riskieren dabei, als Beförderer eines unwirksamen Klimapakets vor der eigenen Klientel dazustehen, oder sagen wir nein und das Ding scheitert und die Union sagt, hier, wir sind auf die Grünen zugegangen, aber die wollten ja nicht. Genau, die Grünen stoppen den Klimaschutz. Ja. Ne? Das ist natürlich ein Spin, der für die Grünen außerordentlich unkomfortabel wäre. Und da muss man sagen, da geht Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, auch recht geschickt vor. Sie hat gerade heute erst im Deutschlandfunk gesagt, es reicht nicht, wenn die Grünen sagen, das reicht nicht. Also die 10 Euro reichen nicht. Die Grünen sollen doch mal konkret einen CO2-Preis nennen. Und das ist natürlich aus Sicht der Grünen nicht ganz ungefährlich, denn jedenfalls die Altgedienten dort erinnern sich noch dunkel an den Bundestagswahlkampf, wo sie mal 5 Mark oder 5 Euro, weiß ich nicht mehr, für den Liter Benzin gefordert haben. Ich meine, es waren schon 5 Euro. Jedenfalls hatten sie mal irgendwas mit einer 5 da vorne gefordert bei einer Bundestagswahl für den Liter Benzin und sind dafür natürlich von der Bild-Zeitung und der Union geradezu um den Block getrieben worden. Mit anderen Worten, für die Grünen ist das eine total gefährliche Situation. Sie sagen natürlich, wir brauchen einen höheren CO2-Preis, aber jetzt mit einer konkreten Forderung anzutreten, kann potenziell auch gefährlich werden. Insofern von der Union kein schlechter Move in dieser Situation. Das ist sozusagen die politisch-strategische Situation. Es ist die politisch-konkrete Situation, dass selbst dieses magere Paket nicht durch das Kabinett kommt, weil die Regierung sich nicht einig wird. Das führt dazu, dass wir nochmal auf ein Riesenproblem blicken müssen, auch vor allen Dingen durch euer Feedback, das wir in der letzten Sendung bei der Analyse des Klimapakets auch schon angesprochen haben, nämlich, dass klimaschädliche Subventionen in diesem ganzen Paket, soweit wir das wissen, eigentlich nicht angefasst werden. Und das klingt erstmal so abstrakt und auch überzeugend, dass 40 bis 50 Milliarden jedes Jahr laut Umweltbundesamt an Subventionen in klimaschädliche Techniken und Handlungen fließen. Das klingt so abstrakt. Und ihr habt mal auch in den Kommentaren und im Feedback da, wie wir fanden, extrem interessante Hinweise gegeben, denen wir nochmal ein bisschen nachgegangen sind, was denn das eigentlich konkret bedeutet und wie absurd das eigentlich konkret ist. Ja, wir hatten ja zum Beispiel kritisiert, dass
die steigenden Kosten für Treibstoffe durch eine Erhöhung der sogenannten Pendlerpauschale weitgehend aufgefangen werden. Das heißt mit anderen Worten, wenn man mehr Geld bei der Steuer quasi absetzen kann für den Weg zur Arbeit, dann wird möglicherweise die Lenkungswirkung, die 10 Euro pro Tonne CO2 ohnehin schon nur schwach entfalten, noch wieder abgepuffert, sodass die Leute überhaupt keinen Anreiz haben, tatsächlich weniger Sprit zu verbrauchen. Aber wenn man noch mal ein bisschen genauer hinguckt, dann ist auch das nur die halbe Wahrheit, denn es gibt eine ganze Reihe von weiteren Regelungen, die ganz dramatische Anreize setzen, möglichst viel Auto zu fahren und möglichst viel Benzin zu verbrauchen oder die jedenfalls für die Menschen dazu führen, dass es total wurscht ist, wie viel Benzin sie verbrauchen. Stand heute, und das sind eben Sachen, die nicht angefasst werden. Genau, das ist Stand heute, das sind alles Sachen, die nicht angefasst werden und das zeigt die ganze Absurdität dieses Klimapakets, so wie es bislang auf dem Tisch liegt. Da werden zwar im heute auch in den Bundestag eingebrachten Nachtragshaushalt irgendwie 54 Milliarden Euro bis 2023 bereitgestellt, die angeblich dem Klimaschutz dienen sollen. Zugleich aber ergreift man naheliegende Möglichkeiten, nicht irgendwelche klimaschädlichen Subventionen zu verändern. Wie zum Beispiel in der Eigeneinkommenssteuer ist ein Beispiel. Ja, ne? Genau. Wir haben da so ein paar Beispiele jetzt mal rausgesucht. Also beispielsweise haben wir ja über die Entfernungspauschale schon relativ viel geredet. Da sind wir nochmal darauf hingewiesen worden, dass man dazu unbedingt sagen muss, dass die Entfernungspauschale auf 4.500 Euro gedeckelt ist. Man kann also nicht beliebig Kosten für den Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte steuerlich geltend machen, sondern nur maximal 4.500 Euro im Jahr. Es sei denn, wenn du Kosten für ein Auto geltend machst. Da heißt es nämlich so schön in § 9 Absatz 1 Nummer 4 des Einkommensteuergesetzes, höchstens 4.500 Euro im Kalenderjahr, Semikolon, ein höherer Betrag als 4.500 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt. Da kann man doch nur sagen, what the hell? Ja, also eine weite Pendelstrecke per Auto kann man steuerlich geltend machen. Bis zum letzten Euro. Eine weite Strecke per Bahn nicht. Oder mit dem Fahrrad. Ja gut, ich meine, beim Fahrrad 4.500 genau. Euro, ne, kriegst du eh nicht voll. Aber gut, eine weite Strecke per Bahn, Pech gehabt. Ja, kannst du steuerlich nicht geltend machen, es sei denn, du legst die einzelnen Quittungen vor. Das geht schon. Aber der Witz ist ja bei der Entfernungspauschale, dass du eben die pauschal abrechnen kannst, fiktiv abrechnen kannst, auch wenn die Kosten nicht entstanden sind. Und das geht eben tatsächlich nur jenseits der 4.500 Euro, wenn du Kosten für ein Auto geltend machst. Könnte man zum Beispiel streichen. Den Satz hinter dem Semikolon. Genau, den Satz hinter dem Semikolon müsste man natürlich sofort streichen, also mit einer gewissen Übergangsfrist vielleicht, ja, weil die Leute sich ja möglicherweise auch irgendwie darauf eingestellt haben finanziell, aber jedenfalls zum Ende des Steuerjahres 2020 oder so müsste der natürlich gestrichen werden. Weiteres Beispiel. Wir haben gesagt, die Entfernungspauschale steigt von 30 auf 35 Cent pro Kilometer Entfernungskilometer. Ab dem 21. Kilometer. Das gilt grundsätzlich mal für alle Verkehrsmittel. Aber wenn du für ein Auto mehr Geld ausgibst als 35 Cent, dann kannst du auch weitaus höhere reale Kosten absetzen. Du musst dann zwar ein Fahrtenbuch führen und sagen, ich bin halt so und so viele Kilometer gefahren. Dann kannst du aber sämtliche Kosten absetzen, die für dein Auto anfallen. Also Abschreibung für den Wertverlust, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Wartung des Autos, Darlehenszinsen, Reparaturkosten, Benzin, Garagenmiete und what get no. Ja, du kannst also die gesamten Kosten deines Autos aufrechnen, Tausende von Euro, teilst sie durch die gefahrenen Kilometer und sagst dann, mein Kilometer kostet nicht 35 Cent, was die Pauschale wäre, sondern vielleicht auch 1,20 Euro. Ja, wenn du nur ein hinreichend teures Auto fährst, dann kriegst du das auch noch steuerlich subventioniert. Völlig absurd. Nächstes Beispiel. Und für andere Verkehrsmittel gilt das nicht, oder wie? Nö, wie sollst du denn beim Fahrrad auf mehr als 35 Cent pro Kilometer kommen? Mach mir das mal vor. Ja, und du kannst natürlich bei einem Bahnticket kannst du die realen Kosten der Bahnfahrt abrechnen, aber du kommst ja niemals auf die Kosten eines Luxusautos. Ja, stell dir vor, du kaufst dir irgendwie ein Auto für 50 oder gar 100.000 Euro und lässt das dann noch irgendwie alle zwei Wochen Scheckheft warten. Ja, diese ganzen absurd hohen Kosten kriegst du dann auch noch steuerlich geltend gemacht, sofern es sich um die Entfernung zwischen deiner Wohnung und dem Arbeitsort geht. Du kannst halt einfach quasi die realen Kosten pro Kilometer nachweisen gegenüber der Steuer und die dann wiederum für diese einfache Entfernung durch die gefahrenen Kilometer teilen. Genau, dann hast du die realen Kosten und dann kannst du natürlich nicht jeden Kilometer absetzen, den du gefahren bist, aber du kannst dann quasi diesen Satz bei der Entfernungspauschale nach den realen Kosten berechnen, die unter Umständen absurd hoch sein können. Warum eigentlich? Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, da die realen Kosten anzusetzen, sondern man kann ja mühelos für 35 Cent pro Kilometer zur Arbeit kommen. Mühelos. Ja, die Pauschale liegt ja weit über den realen Kosten in den allermeisten Fällen, wenn du eben nicht so einen Spritschlucker oder so einen Luxuskarre fährst. Nächstes Beispiel, Firmenwagen. Da gibt es auch eine ganze Reihe von
wirklich interessanten Fehlanreizen. Und das ist außerordentlich relevant, denn Firmenwagen machen nach einer Studie von Germanwatch, einer Nichtregierungsorganisation, mehr als 2/3 der Neufahrzeuge mit über 200 PS aus. Ja, mehr als 2/3 der Neufahrzeuge über 200 PS werden an Unternehmen und Selbstständige ausgeliefert. Und das Problem ist, diese Autos bleiben natürlich nicht nur für 1-2 Jahre dann in der Firma oder meinetwegen auch für 4 Jahre, sondern hinterher werden diese Autos natürlich verkauft über den Gebrauchtwagenmarkt. Und dazu sagt Jürgen Resch: Wir vergiften leider auch den Privatmarkt mit Dienstwagen, die eigentlich von einem Bürger normalerweise nie gekauft würden, weil sie einen viel zu hohen Spritverbrauch haben. Ja, Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe. Mhm. Mit anderen Worten, du hast zum einen das Problem, dass diese riesen Spritschluckerfahrzeuge als Firmenwagen durch die Gegend fahren und sie sind dann noch weitere 5 oder 10 oder 15 Jahre über den Gebrauchtwagenmarkt unterwegs und verbrauchen weitaus mehr Sprit, als erforderlich wäre. Trotzdem werden diese Dienstwagen enorm steuerlich gefördert. Ja, und zwar, man muss zwar ja, wenn du einen Dienstwagen hast, in der Steuererklärung das als geldwerten Vorteil angeben. Also, wenn der Chef den zahlt. Wenn der Chef den zahlt, das ist so eine Art, ja, es ist halt so eine Art Gehalt und du musst einen Prozentsatz davon angeben, so ich kriege hier ein Gehalt in Form eines Dienstautos sozusagen, aber du musst eben nur 1% des Wertes des Autos nach Listenpreis angeben. Genau. Und das ist extrem günstig. Ja, wenn du vergleichbares Geld als Gehaltsbestandteil bekommen würdest, müsstest du wesentlich mehr Geld von deinem Arbeitgeber als Gehalt bekommen, um dir ein vergleichbares Auto kaufen zu können. Also Beispiel, Passat kostet irgendwas, was? 40.000 Euro, Pi mal Daumen, sagen wir mal. Ne? Also musst du 1%, 400 Euro monatlich versteuern, so eine Art 400 Euro im Einkommen. Ja. Wenn man den kaufen würde, dann müsste man etwa das Doppelte an Zins und Tilgung rechnen. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Mit anderen Worten, dadurch, dass du eben mit diesem 1% pauschal extrem wenig steuerlich dir anrechnen lassen musst für den Nutzungsvorteil dieses Passats, subventioniert der Staat im Grunde, dass der Arbeitgeber dir einen solchen Firmenwagen stellt. Das sogenannte Dienstwagenprivileg. Das ist das Dienstwagenprivileg. Ich habe die Wahl, entweder ich kaufe mir so ein Passat, so, dann muss ich wahrscheinlich mit Kauf und Zinsen irgendwie 800 Euro im Monat zahlen und denke, ja, das ist ein bisschen viel, das mache ich nicht. Mhm. Und dann kommt aber der Chef oder die Chefin und sagt, du kannst das Ding als Dienstwagen haben. Dasselbe Ding. Und ich muss dann nur 400 Euro versteuern. Und da wird es dann interessant. Genau. Und das Problem dabei ist aber natürlich nicht, dass grundsätzlich der Arbeitgeber steuervergünstigt dir ein Auto stellen kann. Da kann man auch schon die Frage stellen, muss das wirklich sein? Weil das natürlich Leute dazu veranlasst, dass sie vielleicht mehr Auto fahren, als sie Auto fahren müssten. Aber grundsätzlich mal kann man ja noch verstehen, dass es eine Regelung gibt, die einem das ermöglicht. Das Problem ist bloß, dass diese Regelung überhaupt keine ökologische Lenkungswirkung hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, diese Regelung gilt nur für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge, könnte man ja noch sagen, d'accord, hatten den richtigen Anreiz. Im Gegenteil ist es aber so, dass heute, so wie es derzeit ausgestaltet ist, diese Regelung dazu führt, dass als Dienstwagen, weil das irgendwie nice ist, ja, weil manche Leute das auch wichtig finden, extrem große, extrem umweltfreundliche Autos gefahren. Viel umweltschädlichere Fahrzeuge, als sie normalerweise genutzt würden. Dazu gibt es auch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, unter anderem eine Studie des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln. Und der Wissenschaftler Michael Töhne, der diese Studie maßgeblich verfasst hat, kritisiert, dass diese Pauschale, also diese 1% Versteuerung des Nutzungsvorteils, sehr grob und vor allem sehr niedrig angesetzt wird. Und das führt zu einer übermäßigen privaten Nutzung von Dienstwagen, weil du das Auto vom Arbeitgeber gestellt bekommst und sehr häufig auch noch eine Tankkarte dazu bekommst, was auf Deutsch eine Art Sprit-Flatrate ist, haben uns auch mehrere Leute in den Kommentaren darauf hingewiesen. Ich habe von meinem Chef eine Tankkarte, ich kann fahren, bis der Arzt kommt und es kostet mich keinen Cent, weil der Chef nämlich diesen Sprit bezahlt. Und das musst du auch nicht steuerlich geltend machen. Ja, du zahlst pauschal 1%. Das musst du dir mal vorstellen. Du zahlst pauschal 1% für das Auto, selbst wenn der Chef auch noch den ganzen Sprit bezahlt, unter anderem für deinen Urlaub. Wenn du mit dem Auto nach Spanien knatterst, ja, genau. Im Urlaub und da irgendwie 6 Tankfüllungen verbrätst. Genau. Wenn du dann irgendwie schön dich mit deinem Audi A8 zum Beispiel auf die rechte Spur legst und immer Bleifuß fährst mit der Family, dann zahlt das dein Chef und steuerlich zahlst du trotzdem. Ich hoffe, du fährst auf der linken Spur, fährst du nicht auf der rechten Spur, fährst du Bleifuß. Kannst du auf die rechte Spur legen. Aber ach stimmt, ich fahre so selten Autobahn. Genau, ja. Also ihr seht schon, wir sind natürlich völlig inkompetent für das Thema Autobahn. Ja. Aber genau das ist auch die Kritik von Michael Töhne gewesen. Zugegebenermaßen das Interview ist aus der Taz schon von 2011, aber die steuerlichen Regelungen sind im Kern dieselben. Michael Töhne sagte damals schon, das schafft zum Beispiel einen Anreiz, mit dem Auto von Hamburg nach
nach Sizilien in den Urlaub zu fahren, anstatt sich in den Zug zu setzen. Ne? Gibt ja auch wunderbare Nachtzüge. Jetzt weiß ich auch, warum mein Nachbar das macht. Ja. Der fährt immer durch ganz Europa mit seinem SUV-Dienstwagen. Ja, kostet ja nichts. Und ich frage ihn, wieso machst du? Ja, habe ich immer gemacht und so. Ja. Ne? Ist einfach super billig. Ja, es ist super. Es gibt natürlich auch, klar, wenn du jetzt irgendwie, stell dir vor, Papa, Mama, drei Kinder, ne, dann hast du natürlich auch ohne Ende Geraffel. Also es gibt natürlich auch Praktikabilitätsgründe, weswegen. Aber Lenkungswirkung null. Lenkungswirkung, ökologische Lenkungswirkung null und vor allem eben nicht Lenkungswirkung im Hinblick auf spritsparende Autos. Im Gegenteil, stell dir vor, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eine Tankflatrate hat, dann ist der Spritverbrauch total Wumpe. Deswegen sagt Töne, dieser Wissenschaftler von der Uni Köln damals, wir brauchen auf jeden Fall aus seiner Sicht eine Deckelung der Abzugsfähigkeit für Firmen bei einem bestimmten Höchstbetrag. Also, dass du eben nur noch die Kosten eines Autos bis 25.000 oder meinetwegen 30.000 Euro absetzen kannst als Firma. Ja, und alle Kosten, die du darüber hinaus für so einen Firmenwagen verbrätst, muss die Firma halt dann trotzdem versteuern. Ja, normalerweise so wären das ja Firmenausgaben, die du eben abziehen kannst von dem Geld, das die Firma versteuern muss. Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer, was auch immer. Und da sagt er, da brauchen wir auf jeden Fall einen Deckel, damit sich so Luxusfahrzeuge nicht mehr leisten. Ebenfalls kritisch sieht es Lisa Paus von den Grünen, die fordert, habe ich mehrere Interviews von ihr gefunden, schon seit fast 10 Jahren, dass diese 1%-Regel, ja, dass man sich also nur 1% des Wagenwerts anrechnen lassen muss als Geldwertenvorteil, die müsse dynamisiert werden, sagt sie. Und das heißt also, je nachdem, wie viel ein Auto verbraucht, müsste man sich unterschiedlich viel steuerlich anrechnen lassen. Das heißt, ein Spritschlucker müsste entsprechend deutlich teurer werden, auch über die Anrechnung von Nutzungsvorteil. Denn sie sagt, diese Dienstwagen sind ein Leitmarkt. Ja, das heißt also, die Dienstwagen bestimmen die Fahrzeugflotte für viele Jahre. Ein paar Jahre sind sie Firmenwagen und dann gehen sie in den Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, wenn man hier auf sparsame PKWs umsteuert, dann würde das zum Treiber, sagt sie, für weniger klimaschädliche Fahrzeuge auf dem ganzen Markt. Ja, also Fazit ist, ich war da letztes Mal so ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt auch gerade vor dem Hintergrund dieser Subvention, die man relativ leicht streichen könnte und müsste, vor dem Hintergrund, dass das Kabinett sich selbst mit diesem abgespeckten Klimapaket sich schwer tut und da nicht vorankommt, muss man einfach sagen, ist ein Armutszeugnis, anders kann man das nicht sagen. Ja, also jedenfalls entsteht bei mir ganz deutlich der Eindruck, wenn man sich auch diese Details mal anguckt, dieser Firmenwagenprivilegien, das ist ja nur ein ganz kleines Detail, ja, wo also die ökologische Lenkungswirkung null ist oder sogar negativ ist. Und da entsteht für mich einfach ganz deutlich der Eindruck, dass die Große Koalition diesem Problem nicht gewachsen ist. Ne? Sie hat einen Haufen von kleinen Vorschlägen gemacht, was man tun kann. Selbst darüber kann sie sich jetzt nicht einigen, das wird sie aber noch irgendwie schaffen. Die Süddeutsche Zeitung sagt Pillepalle, ja, wir haben es in der letzten Woche ausführlich analysiert, es gibt einen leichten Einstieg in die CO2-Bepreisung, aber es gibt eben keine Lenkungswirkung und es entsteht für mich jedenfalls per Saldo, ja, unter dem Strich der Eindruck, dass die Große Koalition diesem Problem Klimawandel einfach nicht gewachsen ist und finde ich, da stellt sich doch dann die Frage, was macht denn eigentlich die Zivilgesellschaft? Also ich meine, immerhin ist ja das Thema vor allem durch Fridays for Future so richtig auf die Agenda geraten. Also, da gibt es jetzt ja, nächste Woche ist das, glaube ich, am 7.10. gibt es ja die Extinction Rebellion Geschichte. Also, das ist. Das ist noch was anderes. Das ist nochmal was Fridays anderes. For Future. Das ist nicht Fridays for Future, aber das sind ja so zwei unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Ja, das eine ist diese Extinction Rebellion, die machen, glaube ich, jetzt am 7.10. Blockaden in Berlin und anderswo, haben halt so zivilen Ungehorsam angekündigt. Sie wollen notfalls dafür auch ins Gefängnis gehen. Da kümmern wir uns ausführlich nächste Woche drum, wenn das sozusagen war. Aber bei den Fridays for Future, die ja da gibt es sicherlich Schnittmengen und so, aber die ja prinzipiell einen etwas moderateren Ansatz verfolgen, da frage ich mich, also angesichts der Tatsachen der Wissenschaft, angesichts der politischen Situationen, so wie wir beschrieben haben, dass selbst dieses schwache Klimapaket offensichtlich nicht durch die Regierung kommt, geschweige denn realistisch und faktenbasiert, an die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasst wird, warum die nicht sagen, wir wollen Neuwahlen. Wir fordern Neuwahlen. Also ich finde, das ist ein Punkt, Philipp. Ich frage mich das auch, denn ich meine, Fridays for Future sagt ja nicht irgendwas, sondern die sagen ja, wir basieren unsere Forderungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und
gemessen an diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen liefert die GroKo einfach nicht. Ne? Sie liefert eben so ein kleines Päckchen, aber mit diesem Päckchen werden wir die Klimaziele auf gar keinen Fall erreichen, und zwar im Grunde egal welche. Wir haben die Details letzte Woche schon geliefert, und insofern wäre die Forderung nach Neuwahlen konsequent. Und das liegt ja nicht nur an der Union. Ja, so, beide Unionsparteien und auch die SPD sind alle im Grunde nicht bereit, wirklich harte Anreize zu setzen, damit die Menschen sehr schnell anfangen, CO2 einzusparen. Und insofern wäre das aus meiner Sicht total konsequent zu sagen, es gibt klare Anforderungen an die Politik. Die Politik versagt. Deswegen müssen wir die Bürgerinnen und Bürger fragen, ob sie mit dieser Politik noch einverstanden sind. Denn ich meine, nach allen Umfragen gibt es ja deutliche Mehrheiten für ernsthaften Klimaschutz. Und insofern muss ich sagen, würde ich mir das, glaube ich, von Fridays for Future sogar wünschen, dass sie einfach konsequent sind. Hältst du das dann für eine gute Idee? Also ich meine, strategisch für die Fridays for Future, ja, maybe, so aus deren Perspektive. Aber ist das ausreichend zu sagen, wir machen Neuwahlen? Der konkrete Appell müsste natürlich an die SPD gehen. Die haben das jetzt sowieso zur Sollbruchstelle erklärt. Ja, das wäre sozusagen der Hebel. Also die haben ja gesagt, was ist für uns, ob wir da ein vernünftiges Klimapaket auf die Reihe kriegen oder nicht, ist für uns ein wichtiger Punkt, um im Dezember sagen zu können, beim Parteitag, wollen wir die GroKo weitermachen oder nicht. Ganz genau. Und rund um den 7., 8. Dezember ist ja Parteitag der Sozialdemokraten. Da soll die GroKo generell evaluiert werden. Genau. Und wie du sagst, einer der zentralen Stolpersteine soll oder Prüfsteine soll dann eben sein, was ist mit dem Klima? Und da kann man als Fridays for Future ja nur sagen, nein, ihr habt einfach eure eigenen Anforderungen nicht erfüllt. Ihr habt nach euren eigenen Maßstäben wirksamer Klimaschutz, habt ihr versagt mit diesem Klimapaket. Und, deswegen, das wissen die natürlich, das ist auch in der SPD, ja, ich will nicht sagen Konsens, aber ganz viele Leute wissen das. Ich meine, Olaf Scholz trötet natürlich weiterhin, na jetzt hier Einstieg in den Klimaschutz und so, aber da ist ja auch selbst in der Partei, sagen wir mal, der steht nicht alleine, das kann man nicht sagen. Also der Seehamer Kreis, die konservativen Sozis sind größtenteils schon, glaube ich, dahinter Olaf Scholz vereint. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man weiß, wenn man dieses Klimapaket nicht gesund betet, dann kann man eigentlich konsequenterweise keine Fortsetzung der GroKo fordern. Ne? Das heißt also, da vermischen sich die Diskussionen um Klimapaket und GroKo. Ich bin sehr gespannt, was Fridays for Future macht. Sie sind ja inzwischen wirklich eine Massenbewegung. Die Demonstrationen am 20. September haben es sehr deutlich gezeigt, ne, als der globale Klimastreik war. Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland. Das heißt, sie haben ganz offensichtlich einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Und da kann man doch eigentlich nur sagen, Leute, jetzt macht Schluss, dieses Elend muss beendet werden. Genau, und es sind ja eben nicht mehr nur die Schüler for Future, sondern sind Scientists und Parents und genau. Teacher und ich weiß nicht was, wer da alles for Future ist. Und Coders for Future habe ich auch schon gesehen. So. Ja, also es gibt inzwischen wirklich viele, viele, viele gesellschaftliche Kreise, die sagen, das ist jetzt einfach quasi so das Masterthema. Ne? Arbeitsplätze sind wichtig, alles wichtig, Freizeit, Work-Life-Balance, es gibt ganz viele Dinge, die irgendwie wichtig sind, Gesundheit, tralala. Aber das Masterthema ist Klimaschutz, denn sonst ist einfach mal dieser Planet irgendwann für die Tonne. Ja, mich hat auch gewundert, dass der Aufschrei da so ausgeblieben ist. Also, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie sich jetzt wirklich schwer tun, selbst dieses Paket irgendwie durchzubringen und wenn das so ein Gemokel wird und wenn dann statt 10 dann 11,50 da steht oder so und ja, genau, was soll denn da reichen? Ich meine, so. Weißt du? Und wir haben es ja gerade heute an diesem Beispiel Entfernungspauschale und Dienstwagen nochmal durchexerziert. Es fehlt einfach der politische Wille. Da gibt es so viele Stellschrauben, wo du einfach sagen kannst, wir streichen jetzt den Deckel auf 4.500. Oder wir streichen die Ausnahme für Pkw von dem Deckel. Das kann man ja beides machen, ja. Aber jedenfalls, weißt du, das sind so viele Dinge, wo man einfach sieht, die wollen überhaupt nicht wirklich. Die wollen eben einfach letztlich insbesondere der deutschen Automobilindustrie nicht in die Suppe spucken. Und ich glaube, und das Fatale ist daran, also einerseits haben wir ja auch schon oft gefordert, dass die Politik sowas sein muss wie Eltern in einer Beziehung. Sie müssen den Kindern irgendwann und der Bevölkerung sagen, wir halten das für richtig, die Wissenschaft hält das für richtig und wir gehen voran. Und dann kommt nämlich der Effekt, danach werden viele sagen, ja, es war richtig so, denn ganz viele in der Industrie sagen ja nicht, wir wollen keinen Klimaschutz. Nö, sondern wir wollen wir eine einheitliche, verlässliche Rahmenbedingung. Ganz genau. Damit wir wissen, wo wir lang gehen. Und die muss für alle gelten. Und es gibt ganz viele, und jeder weiß doch, wenn Deutschland jetzt konsequent auf Klimaschutz umschwenken würde, da kann mir doch keiner erzählen, dass wir in 15, 20 Jahren nicht dastehen und
uns gegenseitig applaudieren, was für ein geiler Move das war, dass wir damals das Ruder rumgerissen haben. Ja. Weil, denn es ist doch völlig klar, wohin das Schiff läuft. Ja, also Beispiel Automobilwirtschaft. Ne? Ja. Im Grunde ist es doch einfach nur noch selbstverletzendes Verhalten, dass die deutsche Automobilindustrie sich so beharrlich weigert, wirklich konsequent auf E-Mobilität zu setzen. Da fehlen einfach, die wollen das irgendwie einfach nicht, die haben aber ja durchaus Pläne in der Schublade. Und wenn jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen so wären, dass einfach klar ist, in 4, 5, 6 Jahren könnt ihr einfach keine Verbrenner mehr verkaufen, weil das einfach sich nicht mehr lohnt und sie keiner mehr kaufen wird, dann würden die doch von heute auf morgen sagen, okay, da müssen wir eben unsere Fahrzeugflotte umbauen. Die wollen das zwar aus irgendwelchen Gründen nicht, weil halt wahnsinnig viel Geld in diese Verbrennungstechnologien geflossen ist und so weiter und so weiter. Aber wenn jetzt einfach klare Anreize kämen, würden die das schon tun. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme mit deinem Bild, Philipp, von wegen Eltern und Kinder und so, das hat so was Paternalistisches. Ja. Aber im Bereich Automobilwirtschaft muss man doch sagen, die verhalten sich einfach wie störrische Teenager. Und da wäre es total vernünftig, wenn jetzt die Politik quasi einfach aus der höheren Einsicht heraus, Verbrenner haben ohnehin keine Zukunft, insbesondere auf dem globalen Markt, einfach sagen würde, Leute, ihr macht's ja nicht von alleine. Wir setzen jetzt Rahmenbedingungen, wo einfach klar ist, Sunset, ja, Sonnenuntergang für Verbrennungstechnologie, außer vielleicht bei Ausnahmen wie Rettungswagen oder weiß der Himmel was, ja. Aber im Prinzip ist es vorbei mit den Verbrennern und ihr müsst jetzt einfach schnell auf E setzen. Oder meinetwegen auch auf wasserstoffbetriebene Verbrenner. Ja, wenn man jetzt wirklich meint, man muss Verbrenner irgendwie retten, da gibt's ja auch noch Technologien, bekommen wir auch viele Hinweise in den Kommentaren, dass E vielleicht auch nicht das Allheilmittel ist. Aber gut, jedenfalls müsste man einfach da erwarten, dass die Politik hier ganz deutlich umsteuert und so ein bisschen schlauer ist als die Industrie. Und ich bin mir absolut sicher, dass das auch funktionieren würde. Das ist ja gerade das Schöne an der Marktwirtschaft, dass du quasi über Preisschrauben sehr gut und sehr effizient steuern kannst, viel wirksamer häufig als über Verbote. Ja, zumal das ja so klar ist, wenn die Leute sich zurücklehnen und überlegen, wie sieht die Welt, wie sieht die Wirtschaft in 20, 30 Jahren aus? Es ist doch völlig klar, wohin das läuft. Ja. Wir können nicht mehr dieses Öl und die Kohle aus dem Boden kratzen. Das ist ein Auslaufmodell. Und das wird vorbeigehen und dann stehen wir da und mit unseren Verbrennern. Und das Bild mit dem Krankenwagen finde ich insofern gut, weil so wie ich die Automobilindustrie kenne, wenn die Regelung ist, es dürfen nur noch Krankenwagen mit Verbrenner durch die Gegend fahren, dann haben wir 3 Millionen Krankenwagen jedes Jahr und dann wäre der Notstand zumindest offensichtlich. Ja, dann wär jedenfalls jedem klar, wenn nur noch Krankenwagen mit Blaulicht durch die Gegend fahren, hier läuft was schief. Oder nur noch Krankenwagen als SUVs gebaut werden dürfen. Wir werden sehen. Nein, aber ich glaube wirklich, da braucht es ein ganz kleines bisschen Paternalismus der Politik, um die deutsche Automobilwirtschaft letztlich vor sich selber zu retten. Denn auf dem Weltmarkt sind die mit ihren Verbrennern in ein paar Jahren abgemeldet. Ne? Also China hat ja jetzt schon harte Grenzen gesetzt. Ich glaube, da gibt es schon eine Deadline. Das ist, glaube ich, auch die eigentliche Motivation, warum VW so auf Elektro setzt, ja, weil die halt die Hälfte fast ihrer Autos in China verkaufen. Genau. Und die halt auf Elektro setzen. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Politik da mit mutigeren Schritten vorangeht. Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht der Appell an Fridays for Future. Leute, kommt aus dem Knick, werdet mutig, schwänzt nicht nur die Schule, sondern streikt für Neuwahlen. Denn wir brauchen, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn ihr eure Ziele ernst nehmt, einfach eine andere Mehrheit im Bundestag. Damit ist die Lage für diese Woche ausführlich und abschließend erörtert, wie ihr das gewohnt seid. Wir machen hier einen Strich drunter, hören uns nächste Woche wieder, wünschen euch eine schöne Restwoche, schönen Tag der Deutschen Einheit. Macht was Gutes draus. So machen wir das und lasst es euch gut gehen. Und wenn euch die Lage gefällt, freuen wir uns über einen netten Kommentar bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Auf bald. Ciao. Tschüss.